Jo Leute, hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Bioshock. Ich erinnere mich, dass wir letztes Mal hier den Big Daddy gekillt haben. Und ich da doch die ein oder anderen Probleme damit hatte. Und ja, aber anscheinend wurden wir... Moment. Anscheinend wurde nicht alles irgendwie so auf den letzten Stand der Dinge gespeichert. Wie zum Beispiel hier jetzt dieses Katapultdingens und dass wir ihr geholfen haben. So, wir retten sie natürlich wieder. Ganz normal. Wie wir das immer machen. Und ich habe was darüber gelesen, wie man angeblich leichter Big... Nein, kein Problem. Ja, danke, danke, danke für die Geschenke. So. Okay, bei Gather's Garden finden wir Teddybären und da sind anscheinend die Sachen drin. Ja, ich habe was gelesen darüber, wie man angeblich leichter Big Daddies töten soll. Töten können soll oder wie auch immer. Oh, da ist noch eine Notiz, die hören wir uns gleich an. Und zwar angeblich, ich weiß nicht, ob die hier die Möglichkeit haben, aber explosive Fässer soll man irgendwie vor sie legen und von der Entfernung mit einer Pistole drauf schießen. Und dann greifen sie einen wohl nicht an, aber verlieren halt eben Leben. Ob das alles geht, ich weiß es nicht, ich habe es nicht probiert. Wo ist sie hin? Da. So, wir wollen hier natürlich alle Sachen haben, die wir bekommen können. Da kommen wir nicht ran. Was können wir denn hier anvisieren, was jetzt gerade hier das bewirkt hat, dass wir hier irgendwas machen konnten? Das hat mich nämlich gerade verwirrt, weil das geht... Ach, da hinten irgendwas. Ach so. Ja, okay. Ne, wir müssen da aber irgendwie wohl noch durchkommen. Ich weiß ja nicht wie. Jedenfalls greifen sie einen dann nicht an. Mal gucken, wir werden es auf jeden Fall probieren. Wenn wir wieder einen Big Daddy sehen. Und wenn mich nicht alles täuscht, hatten wir dort hinten Big Daddy. Wenn wir ein kurzes Stückchen wieder zurückgehen. Und ich speichere hier gleich nochmal, weil ich will das einfach mal ausprobieren, ob das denn klappt. So, wir hören uns das natürlich an. Haben wir natürlich schon oft angehört, aber egal. Ich habe heute einen Schmuggler an den Docks einen Ball werfen und fangen sehen. Ja. Ich war sehr verwundert, denn er hat eigentlich verkrüppelte Hände dank einer alten Kriegsverletzung. Hast du schon mal gesagt? Ich glaube, das könnte eine Muschel sein, oder? Als er neulich einen Lastkahn entladen hat, wurde er aber von einer Seeschnecke gebissen. Ach, eine Schnecke, okay. Am nächsten Morgen konnte er seine Finger zum ersten Mal seit Jahren wieder bewegen. Boah, das ist aber krass. Die Schnecke wollen wir haben. Noch hätte. Glücklicherweise und? Hatte er sie noch. Ah, das ist natürlich super. Okay, Spaß beiseite jetzt. Wir müssen es irgendwie... Oh, wir haben das Ding jetzt bekommen. Moment, Moment, ich will das haben. Ich will das haben. So, gibt's ja auch... Moment, ich muss mal kurz gucken. So, Steuerung. Nimm, 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 nimm. Tastaturbelegung. Nee, egal. Ich lasse es jetzt erstmal, weil ich will hier nicht so komplett durcheinander werfen. Ich wollte gucken, ob es irgendwie einen Shortcut gibt zum Speichern, aber ich lasse es lieber jetzt. Weil hier gerne mal Bioshock die Aufnahme schnell abschmiert. Deswegen will ich da jetzt nicht so viel rumspielen. Wir haben ja jetzt eben da gespeichert und ich mag einfach nur mal kurz zurückgehen und gucken, ob wir das dann jetzt machen können. Dum, 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 dum. Kisten habe ich wahrscheinlich schon alle untersucht, oder? Guck mal, hier liegen noch Sachen. Zum Glück sind wir nochmal zurückgegangen. Das Little Sisters Heim. Dum, dum, dum. Schenken Sie Ihrer Kleinen in schweren Zeiten ein Sorgfältiges Leben. Ja, das müsste auch so ein Explosiv-Sache sein. Ja, da. Kinder sind schließlich Raptures Zukunft. Was ist doch kampflos? Bekommst du sie nicht? Zeit für die Höhle, Sisters Heim.
So, kurz hier ein bisschen Leben wieder aufladen. Und einen Kuchen mitnehmen, das ist immer gut. So, und hier haben wir unser Geschenk bekommen. Boah, 200 Adam. Das ist natürlich geil. Hypnotis Big Daddy und 12 panzerbrechende Pistolen Kugeln. Glückwunsch, du hast deine erste Belohnung von Tannenbaum für das Retten einer Little Sister gefunden. Neues Plasmid. Hypnotisiere Big Daddies. Ich weiß nicht, wie man das jetzt genau auf Englisch ausspricht. Brauchen Sie einen Bodyguard für alle Notfälle? Unsere neuesten Leute. Also unsere neuesten, ich nenne es einfach mal Plasmid wird einen Big Daddy täuschen, sodass er sie schützt, als wären sie seine Little Sister. Das ist eine geile Sache. Aber können wir den denn überhaupt noch umbringen? Momentan bringt uns das Elektro, glaube ich, nicht so viel. Weil hier ist mehr Wasser. Mal gucken. Rufen Sie Big Daddy zu Hilfe. Er muss sie nur für eine Little Sister halten. Dann kämpft er, um sie zu schützen. Boah, das sieht eklig aus. Egal, wir können hier erstmal gucken, was wollen wir denn noch so haben. Boah, wir haben jetzt hier schon einige Sachen freigeschaltet. Zum Beispiel das hier, Hackers Delay. Jedes Mal, wenn sie etwas hacken, erhalten sie ein wenig Gesundheit und Eve. Ist geil. Extra Nutrition. Du erhältst ein wenig zusätzliche Gesundheit von Snacks und Bandagen. Ist nicht schlecht, benutzen wir ja oft. Vor allem, das kostet alles nicht so viel. Plasmid-Slot. Ich würde sagen, auf jeden Fall erstmal ein Gesundheits-Upgrade. Ja. Das ist schön. Das ist schön. Das ist wunderschön. So. Dann nehmen wir noch ein Eve-Upgrade. Würde ich jetzt mal so sagen. Hackers Delay. Da. So. Eine Körperpanzerung nehmen wir uns auch noch. Was haben wir denn? Statische Entladung oder Range Jockey? Ich würde fast sagen, wir nehmen die statische Entladung raus. Weil so oft trifft uns nicht jemand direkt. Was ist das hier? Winterblast. Lasse deine Gegner an Ort und Stelle festfrieren. Zerschmetter sie in 1000 Stücke. Wem würde das nicht gefallen? Das ist eine coole Sache, nehmen wir uns. So, und das nehmen wir einfach mal anstatt dem Abfackeln. Frieren Sie Ihre Gegner ein und schlagen Sie sie in 1000 Stücke. Gut, ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal. Wir haben jetzt genug ausgegeben. So viele neue Sachen. Zum Glück sind wir nochmal zurückgegangen. Muss ich ehrlich sagen. Genau, und hier war ja noch ein Big Daddy. Immer so. Wenn jemand einen anderen seine Drecksarbeit erledigen lassen will, appelliert er an dessen Selbstlosigkeit. Denk nicht an deine eigenen Bedürfnisse, sagt er. Denk an deinen Nächsten. Egal, wer es gerade ist. Der Staat, die Armen. Das Militär, der König oder Gott. Die Liste hat kein Ende. Welche Katastrophe hat je mit den Worten "Denk nur an dich selbst" begonnen? Den König und das Vaterland. Das war nicht gut, das war nicht gut, das war nicht gut. Diese Verkehrung der Dinge, diese Lüge ist es, die Menschheit an den endlosen Teufelskreis von Schuld und Versagen gefällt hat. Ah, das war nicht so gut. Warte, ich glaube, wir brauchen die panzerbrechende Munition. Oh, er kommt hoch. Können wir...
komm. Nein, ich bin in seine Bombe reingelaufen. Aber ich glaube, so können wir die echt ganz gut bekommen. Ich will mal, weil wir eh so viel eingesammelt haben, will ich glatt den Weg einfach nochmal laufen. Warte, ich nehme die Kugeln nochmal mit. Ah, panzerbrechende Munition. Ich nehme hier mal für die Shotgun noch welche mit. So. Kann ich den nicht... Da, geht doch. So, ich nehme mal hier gleich die Pumpgun raus. Und dann machen wir mal hier gleich die panzerbrechende Munition rein. Ich bin gespannt, ob das jetzt besser klappt. Weil wir doch... Wir haben jetzt nicht mehr... Mist, ich habe jetzt kein Lebenszeugs mehr. Ich muss nur noch mal irgendwo... Oder wir können es sogar schaffen. Oh oh. Ich habe das Gefühl, das wird nicht gut für uns ausgehen. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Dip, 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 dip. Oh, hier ist eine Kiste. Oh, schade, nichts drin. Also nichts für uns. Oh. Ah, unsere letzte Chance. Nein, 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 nein. Oh Gott. Egal, wir werden gleich da nochmal gespawnt. Wir werden gleich nochmal gespawnt. Dann haben wir den. So bekommen wir den auf jeden Fall. Auch wenn ich jetzt hier zweimal gestorben bin. Er ist auf jeden Fall schon mal besser. So, das hätte ich vielleicht mal vorhin machen sollen. So. Den haben wir gleich, den haben wir gleich, den haben wir gleich. Keine Sorge, Leute. So, wir haben ihn. Ich weiß ja nicht, wie ich sagen soll. Aber wir haben wieder eine Little Sister befreit und diesmal haben wir nicht so lange gebraucht. Oh. Die kann ich ja leider nicht aufheben. Hatte ich ja schon mal letztes Mal probiert. Oder kann ich das? Was hast du, Mary? Du siehst aus, als hättest du gerade eine schreckliche Nachricht erhalten. Die Todesstrafe in Rapture? Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich nie hergekommen. Einen kleinen Moment, schöne Dame. Die einzigen Menschen, denen hier die Todesstrafe droht, sind die Schmuggler. Sie gefährden all das, wofür wir... Aber wo ist die Little Sister? Stell dir vor, die Sowjets finden heraus, dass es unsere... Hier ist noch irgendwas. Ich sehe keine Little Sister. Vielleicht ist sie irgendwie gestorben oder keine Ahnung. Vielleicht hat unser ganzes Haben hier gerade nichts gebracht. Ich weiß es nicht. Ich wollte sie doch so gerne irgendwie... Oh, 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 was ist das? Finde ich jetzt aber nicht okay. Da hinten ist auch noch eine. Hm, wie komme ich denn da hin? Wo kommen wir denn da hin? So, ich gehe einfach mal hier durch. Warum hast du mich verlassen? Ich weiß, wir müssen das eigentlich nicht machen, aber... Ich will es lieber weg haben. Mit einem wie mir. Ich werde dich mit meiner Rache verfolgen!
Na komm. Er jagt sich selbst mal wieder in die Luft. Boah, ich hab die gerade nicht gesehen. Moment, Moment, Moment. Alter Ruhe, meine Kleine. Genau, so machen wir das. So. Was haben wir denn hier? Medical Expert verbessert. Ihre Verbandskästen, indem es Verletzungen mit verblüffender Geschwindigkeit heilt. Verwenden Sie Verbandskästen nie wieder ohne Ihren besten Freund, den Medical Expert. Ich weiß nicht. Machen wir uns mal ausnahmsweise dahin, auch wenn wir das gerade gekauft hatten. Warte, ich kann doch hier kriechen. Moment mal! Ich hab's auch gehört. Nicht so, mein Freund, nicht so. Los, Leute, was ist hier los? Das ist nicht, wonach es aussieht. Bis auf Weiteres sind alle Tauchkugeln gesperrt. Wir mussten in Ryans Auftrag so eine Art genetisches Schloss in die Dinger einbauen. Jetzt können nur noch Ryan und sein Führungskreis sie frei verwenden. Die Jungs haben mir aber erzählt, dass die Schlüssel sehr unzuverlässig sind. Schwestern, Cousins, alle mit genetischen Ähnlichkeiten können nach Belieben mit den Tauchkugeln fahren. Ach, den können wir auch so bekommen. Wer hat das? Hör mir zu! Hallo? Du machst alles nun! Was mache ich? Alles nur noch schlimmer, wolltest du, glaube ich, sagen. Ist aber nichts mehr draus geworden, mein Freund. Ich weiß, wir müssen hier gerade nicht weitergehen, aber irgendwie... Ich mag das hier gerade. Hier alle Sachen zu holen. Vor allem irgendwas gibt's ja da noch. So. Ich meine, sonst würden hier ja nicht die ganze Zeit neue Leute kommen. Deswegen, ich guck mal, dass ich hier echt alles bekomme. Okay, das blinkt nur. Anscheinend waren hier auch Tauchkapseln, wie er da gesagt hatte, wo die Leute runterkommen können. Okay. So, ich habe gesehen, dass es hier noch was gibt. Ja, die Little Sister haben wir irgendwie nicht mehr gefunden. Vielleicht sehen wir die nochmal irgendwo. Vielleicht ist sie auch für immer weg, ich weiß es nicht. Also wird es jedenfalls nichts. Aber wir wissen jetzt, wie wir sie besser besiegen können. Das ist schon mal gut. Und, ich würde sagen, dann gehen wir jetzt weiter, oder? Euch Typen so. Kenne ich! Du glaubst! So, mein Freund. Meine Typen kennst du oder was? Hast du schon oft gegen Let's Player gespielt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, MG-Patronen benutze ich irgendwie. Also ich benutze irgendwie nie das MG. Ich sollte es mal wieder benutzen. Ja? Und hier wieder was zum Anhören. Machen wir natürlich gleich. Auf diesen Fontaine müssen wir aufpassen. Er war mal eine Plage, die man hätte verurteilen und aufknüpfen sollen. Aber irgendwie waren und sind die Beweise gegen ihn nie eindeutig. Er gehört zu der gefährlichen Sorte von Gaunern, zu denen mit Visionen. Okay. Sicherheitsschalter kann ich nicht benutzen.
Kann ich jetzt das einsammeln? Ein bisschen. So. Eine weniger schon mal. Ja, das wissen wir ja, was das ist. Schon oft genug benutzt. So. Ich zerstöre ja mal lieber die ganzen Kameras. Weil ich das ein bisschen besser finde, als wenn die hier noch die ganze Zeit am Laufen sind. So. Die Forschungskamera sieht wie eine ganz normale Kamera aus. Glaubt man diesem Artikel aus einem Magazin, das ich abgestaubt habe, kann man mit ihr genetische Codes analysieren, biologische Strukturen bestimmen und noch eine ganze Menge andere studierte Sachen machen. Mhm. Aber man hört ihn in meinem Maschinengewehr gerade gar nicht. Einfach mal komplett der Sound verbuggt beim Boah, was ist denn hier los? Leute. So hier nicht, ne? So hier nicht. So hier nicht. Ein Pepp-Riegel haben wir uns geholt. Einfach mal hier gegönnt. So, wir sind aber dementsprechend... Boah, jetzt nochmal besoffen hier. Wir sind aber jetzt auch am Ende der Folge und... Was ich jetzt, falls ihr bis hierhin geschaut habt, noch sagen möchte. Ihr habt immer noch die Möglichkeit, bis morgen um 20 Uhr, hatte ich gesagt, also bis zum 2. Dezember um 20 Uhr abzustimmen auf meiner Facebook-Seite, ob ihr lieber weiterhin einen Bioshock-Let's Play haben wollt oder einen Far Cry-Let's Play. Weil ich das nur noch auf eins fixieren kann. Ich schaffe es einfach nicht mehr, beide zu machen. Das ist zeitlich nicht mehr möglich. Außerdem mag ich zwischendurch auch mal andere Sachen noch hochladen. Und so geht das einfach nicht, weil ich momentan einfach nicht die Zeit dafür habe mehr. Zum Beispiel mal munkelt, dass morgen, beziehungsweise das heute, also jetzt wo die Folge kommt, eventuell noch was Besonderes kommen könnte. Ist noch nicht sicher, aber munkelt so. Ja, schaut auf jeden Fall mal durch. Und ja, ihr müsst einfach bei Facebook, ich erkläre es nochmal ganz kurz, man muss einfach nur bei Facebook, entweder wenn ihr für Bioshock seid, also für das, was wir hier gerade spielen, einfach auf das Bild drücken, wo Bioshock, also wo die erste Folge von Bioshock steht, einfach den Beitrag liken, wenn ihr wollt, dass ich das weiterspiele. Oder wenn ihr wollt, dass ich Far Cry 2 weiterspiele, einfach bei Far Cry 2, also da, wo ich das Far Cry 2 Bild habe, einfach den Beitrag liken, da ist es auch alles nochmal erklärt, also guckt einfach nach, was wir weiter spielen wollen und dementsprechend entscheiden wir das dann. Falls bis dahin noch keine Stimmen sind, entscheide ich selber, wie ich das mache, vielleicht lasse ich dann beide fallen, vielleicht nicht, vielleicht mache ich eine weiter, ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Auf jeden Fall wird irgendwann dieses Let's Play noch weitergehen, bloß halt eben nicht sofort, falls es jetzt nicht weiter gewählt wird. Also haut auf jeden Fall rein bis dahin, stimmt ab und mal gucken, was wir weiterspielen. Bis dahin, Leute, haut da rein und ciao.